Hallo Leute, Marc Bellinghaus mit einem sehr spontanen, werdet ihr noch merken, mit einem sehr spontanen Podcast, kann man schon sagen. Ich habe ja, das ist jetzt meine dritte Besprechung von Mächtigen der EKD, beziehungsweise Leuten, die das Sagen haben innerhalb der evangelischen Kirche Deutschland, schlimm genug. Wir haben heute Frau Anna-Nicole Heinrich, das ist die Präses der Synode. Die Synode entscheidet, wie diesen kommenden November, über die Nachfolge der Annette Kurschus. Und da muss man natürlich in diesem Klüngelverein Mitglied sein, beziehungsweise gewähltes Mitglied, alles gewählt und pipapo. Martin Luther würde in seinem Grab rotieren, das tut er auch, beziehungsweise seine Gebeine, wüsste er, was hier in dieser evangelischen Kirche heutzutage abgeht. Das ist das Gespräch dieser halbstündigen Serie Das Rote Sofa. Frau Präses der Synode Anna-Nicole Heinrichs queere Socken. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Rumgehampel gemacht vom Moderator. Es wird geredet, ob man auf der Couch in Frau Heinrichs Jugend herumturnen durfte, anstatt dass sie gleich zur Sache kommen und sagen, Frau Heinrich, was geht ab mit Kindesmissbrauch? Was sind da für bedrohende Verhältnisse, die unsere ganze Kirche... Nee, das wird nicht. Hört euch es selber an. Es ist wirklich zum Fremdschämen. Ich schäme mich über eine Kirche, die so eine Kacke abzieht, auf Deutsch gesagt. Ja, also, schaut's euch an. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Jetzt können Sie mal überlegen, wer hier das jüngere Gesicht von beiden ist. Naja, ich glaube, die Antwort fällt nicht allzu schwer. Wir haben gesagt, wir sind beim Du. Es reicht bei Anna und Andreas, A und A. Das ist eigentlich schon mal eine ganz schöne Sache. Schön, dass du hier bist. Ja. Ich finde das ja irgendwie interessant und ja, genau, richtig, ein Sofa, da kann man sich's bequem machen und fühl dich wie zu Hause. Herr Odrich, Andreas Odrich, wenn ich mir das erlauben darf, weniger ist mehr, weniger versuche lustig zu sein, ist vielleicht am Ende noch lustiger und dieser Mann hat Thomas de Maizière und alle möglichen anderen Promis auf seinem Sofa gehabt. Es ist hart an der Grenze des Erträglichen, diese Witzereißerei. Wenn da etwas im Raum steht, und das stand, es ist nämlich hier letztes Jahr im Juni beim letzten EKD-Tag, also Kirchentag der evangelischen Kirche, wo auch dieser berühmte Spruch ausgerufen wurde, Gott ist queer und so weiter. Dazu kommen wir aber gleich noch. Es geht mal weiter. Ja, die sind sehr bouncy. Ach, schön. Durfte man bei euch zu Hause, bei dir, als du Kind warst, auf dem Sofa hüpfen? Ich glaube schon. Also ich hab keine traumatischen Erlebnisse, dass ich irgendwie was in Erinnerung hätte, dass mich irgendjemand vom Sofa geschmissen hätte. Aber wir hatten nicht so ein bouncy Sofa, wir hatten eher so... So ein alles so mit Federn dran oder so. Mit so geilem Muster, was man heute gar... Also was... Ja, vielleicht wäre es schon wieder cool heute. Ein Retro-Muster, wer weiß. Muster ist ja schon das Stichwort. Denn wenn man den Namen Anna-Nicole Heinrich hört, dann ist es ganz klar, an ihren Socken sollt ihr sie erkennen. Was jetzt? Jetzt kam eine Mücke, weil die geht wieder weg. Genau. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage... Es gibt böse Zungen, sehr böse Zungen, die sagen, EKD ist ganz klar, rote Socken mit ein bisschen grün oder umgekehrt. Der hat kurz gebraucht. Ja, genau, richtig. War vielleicht auch ein bisschen altkamellig, aber macht nichts. Aber viel interessanter ist ja, damit ihr das sehen könnt, was trägt Anna-Nicole Heinrich zum Kirchentag oder heute fürs rote Sofa? Ich weiß gar nicht.
wie oft das gewechselt wird. Das wird, ehrlich gesagt, für jede inhaltliche, oder es klingt ein bisschen komisch, als hätte ich das so richtig geplant, es war eher spontan. Ich trage gerade Socken mit auf der einen Seite Bright Flag und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die sich lieb haben und ganz vielen Herzen dazwischen, weil ich heute Nachmittag noch ein Panel zum Thema Queer sein und Kirche habe und das auf der einen Seite toll und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen, vielleicht ist auch schon ein bisschen Fluch. Ich habe ja am Anfang irgendwann mal das mit den Socken angefangen, dann haben wir mal alle gesehen, ich habe bunte Socken, deswegen schenken mir jetzt immer alle bunte Socken. Also wenn ich irgendwo bin, so danke für den Vortrag, hier ein paar Socken und ich habe so eine... Leute, ich komme einfach gerade aus dem Staunen nicht mehr heraus. Attention Deficit Disorder oder irgendwie sowas kam mir gerade in den Sinn. Die Frau hört ja gar nicht mehr auf zu quaken, also, und was ist da? Was ist wirklich der, kommt sie auch irgendwann mal auf das Problem der evangelischen Kirche? Nein, kommt sie nicht. Es wird hier wirklich kompletter Bullshit abgezogen, aber wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Sie redet ja auch dauernd Englisch. Also, Miss Heinrich oder Mr. Heinrich, wie auch immer sie das wollen, wir wissen das ja nicht, sie sagen ja nicht die Wahrheit, beziehungsweise sie machen ja kein Statement zu ihrer Queerness oder diesen queeren Socken oder wie auch immer, sie haben ja offiziell einen Ehemann und leben mit 4 Leuten. Ich habe nebenbei gesagt, mit dieser Frau im Frühling, letzten Winter, Frühjahr, für ca. 20 Minuten telefoniert. Ich habe sie einfach angerufen und sie erzählte mir, aber jetzt ganz ehrlich, ohne einmal Atem Luft zu holen, von ihrer Wohngemeinschaft mit 4 Leuten und bliblablo und sie ist Schnappatmung. Leute von der evangelischen Kirche, wenn das die Zukunft ist, dann bin ich weg. Das habe ich jetzt auch so in meinem Blog gepostet. Ihr könnt den Link unter der Beschreibung finden oder auf meiner YouTube-Seite. Da ist ein blauer Link, den braucht ihr anklicken. Das führt euch direkt zu einem Meisterwerk. Zu einem Meisterwerk über ein Missbrauchsopfer der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. Und das wird einiges zeigen über die evangelische Kirche. Und ich hoffe, dass das auch zu absoluten Veränderungen führen wird, denn es muss es. Wir können nicht so tun, als wären wir der Grünen Bündnis 90 Parteitag 2024. Das geht nicht. Besonders nicht nach Solingen, besonders nicht nach Extremsituationen in unserer Bevölkerung. Martin Luther, wie wir wissen, ist im Osten Deutschlands geboren und ich verweigere mich über diese blöden Bemerkungen, wenn Leute sagen, aus den neuen Bundesländern, die sogenannten neuen Bundesländer gehören seit über 30 Jahren zu Deutschland. Insofern muss es endlich mal aufhören, dass die Leute hier irgendwie wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und dass wir auch mal ein Ziel der evangelischen Kirche, die ja vermehrt im Osten immer noch stärker ist als im Westen und sich darum kümmern würde. Aber wie gesagt, hört mal weiter. Es ist wirklich unglaublich, was hier vorgeht. Große Sockenauswahl, dass ich tatsächlich auf dem ganzen Kirchentag für die inhaltlichen Panels es geschafft habe, immer zum richtigen Panel passende Socken anzuziehen. Und das einzig Unangenehme war, gestern zum Beispiel war ich dann in der Messe, in der Halle und war so, oh, ich will aber noch die anderen Socken anziehen. Und dann sitzt man so in der ersten Reihe in der Messehalle und denkt sich so, okay, na gut, ich ziehe jetzt kurz meine Schuhe aus, ziehe meine Socken aus und ziehe mir neue an. Aber also, falls Sie mich irgendwann mal zu einer Veranstaltung einladen, ich freue mich immer sehr über Gastgeschenke. Also über so Kleinigkeiten, was zu naschen oder so, ist eigentlich völlig ausreichend, weil meine Sockenschublade quillt echt hart über. Ja, wunderbar. Also die Socken sind schon dran, alles... Es möge mich jetzt mal irgendjemand, wenn es auch nur der Heilige Geist ist, kneifen oder in meinen Arsch beißen. Was ist das Problem dieser Präses der Synode? Was muss sie denn da für eine Scheiße reden, auf Deutsch gesagt? Sind wir hier in einem Kindergarten oder in einer Kita oder geht es hier wirklich um die substanzielle Weiterführung einer Kirche, die in absoluter Not ist, weil alle Leute abhauen. Und sie redet hier über ihre queeren Söckchen oder über die Geschenke, die sie bekommt.
Es ist wirklich zum Kotzen, ganz ehrlich. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich sag einfach, was mir in den Sinn kommt und dahinter stehe ich. Ich habe mich dieser Kirche jetzt für die letzten 2 Wochen, 3 Wochen angeboten als Nachfolger einer komplett Versagerin Annette Kurschus, die uns Missbrauchsopfer so verraten, verkauft, verarscht und absolut nochmals missbraucht hat, seelisch, geistig und überhaupt in der Öffentlichkeit, ja? Und ich versuche hier irgendwas gut zu tun, aber wenn ich mir so ein Video angucke von einer Präses der Synode, einer Frau, die Macht hat innerhalb dieser Bestimmung über den Nachfolger, dann macht es mir auch jetzt Sinn, dass diese Frau es absolut vermieden hat, mich zu kontaktieren, mir mal eine E-Mail zu schicken oder zu sagen, ja, Herr Bellinghaus, Sie können gerne kommen, wir laden Sie offiziell ein. Ich weiß, wie das abgeht. Da wird dieser unsägliche Detlef Zander da hocken und wird wieder irgend so einen drittklassigen Bericht vorlesen und wird so tun, als hätten sie was getan. Beispiele nennen sie keine. Es wird keiner der älteren oder ganz alten Missbrauchsopfer adäquat abgefunden. Und das ist hier der wirkliche Skandal in dieser sogenannten Kirche. Ja? Die Schäfchen laufen weg, das ist denen egal. Die haben ja genug Grund und Boden besetzt. Sie kriegen Kohle noch und nöcher vom Staat, von der Bundesrepublik Deutschland, werden sie mit Kohle richtig zugeschöpft und überhäuft. Und deswegen ist denen das egal. Die könnten noch die nächsten 50 Jahre ohne Mitglieder weitermachen. So viel Kohle hat die Kirche. Aber wir Missbrauchsopfer, wir werden einfach hinten angestellt, verarscht. Und das wird weitergetrieben, bis jeder einzelne von uns gestorben ist. Das, liebe Leute, ist die Wahrheit mit der evangelischen Kirche und den Missbrauchsopfern. Da sitzt eine Präses, und ich erwarte, dass diese Frau ausgewechselt wird. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung. Sie hat keine Ahnung, sie macht den Mund auf. Und man hat das Gefühl, sie muss irgendwelche Medikamente gegen Attention Deficit Disorder, ja, nehmen. Sie weiß genau, was das ist. Und das sage ich auch ins Gesicht. Das ist meine Meinung und das vertrete ich. Weil diese Frau hat mich niedergelabert am Telefon. Ich konnte noch nicht mal irgendwas sagen. Das ist unfassbar. Ach, Leute, das ist wirklich, also es ist zum Herzinfarkt kriegen. Das ist irre. Schick und alles schön thematisch drauf abgestellt. Das kann man auch auf Instagram sehen. Da hast du sozusagen schon vorprogrammiert, was es alles geben wird. Genau, das ist das Stichwort. Ihr lebt in einer Vierer-WG, habe ich gelesen, du und dein Mann. Du sagst, die Schublade quillt über. Es gibt so Leute, die haben so Uhren, die werden da alle schön aufgereiht. Also die Socken werden einfach reingestopft und dann mal wieder vorgezuppelt. Spannende Fragen hier. Also die meisten Menschen machen ja, glaube ich, die Socken immer so mit dem Bund so außenrum, dass die so ein Knäuel sind. Ich mache das nicht. Ich lege die nur übereinander, falte die und dann stelle ich die alle so aufrecht rein, weil so sehe ich nämlich alle in der Schublade. Also meine Sockenschublade ist schon sehr aufgeräumt, aber sie ist trotzdem sehr voll. Also da ist nicht mehr viel Luft zwischen den Sockenpaaren. Naja, gut, dann tut's vielleicht ein neuer Schrank oder auch gerne irgendwie ein gebrauchter Vierer-WG. So. Ihr als Ehepaar mittendrin, ist das sozusagen so eine Art neues Wohnmodell? Ich meine, da geht's ja schon tatsächlich so an die richtigen harten Themen. Ja, aber da wollen wir nichts mehr von wissen. Ich tue euch den Link, werde ich mit reintun, dann könnt ihr euch diesen ganzen Rest Schrott-Interview anhören, antun, anschauen, wie auch immer. Ich bin raus für heute. Ich wollte mich nur bedanken bei dem Evangelischen Medienverband Deutschland, hier unten, EMVD, denn die haben ja immerhin, muss man sagen, meinen Einzelnen, ich war der Einzige, der einen Kommentar hinterlassen hat, stehen gelassen. Sie haben ihn nicht gelöscht, obwohl er auch nicht gerade sehr positiv war. Ich habe jetzt niemanden beleidigt, aber ich habe die Wahrheit gesagt und 571 Aufrufe in einem Jahr. Das spricht eigentlich schon für sich selbst. Da braucht man nichts mehr sagen. Ja? Und insofern, Leute, ich bin gespannt, ob die EKD jemanden, einen Aktivisten gegen Kindesmissbrauch, der wirklich sehr viel geleistet hat, ich brauche das nicht wiederholen,
Ich wollte euch nur nochmals informieren. Ihr könnt gerne auf diesen gerade frisch geposteten Blog gehen. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist alles wahr, was ich da auch über meine Missbrauchserfahrung schreibe und sage, aussage. Und auch über die Leute, die jetzt noch im Amt sind, in der Führungsposition dieser Kirche. Sollte ich nicht eingeladen werden? Naja, okay, das ist ein anderes Thema. Also Leute, es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, was hier abgeht. Was wirklich vor unseren Augen abgeht. Diese Frau ist gewählte Präses der Synode. Sie hat Macht und sie nutzt es aus. Für sich selbst, aber nur für sich selbst als eine Selbstdarstellerin. Wahrscheinlich wollte sie keine Schauspielerin werden, sie macht es auf diese Art. Okay, Leute, ich bin, wie ihr merkt, absolut, ich habe keine Worte. Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Was macht ihr mit Luthers gegründeter Kirche, Leute? Das frage ich euch.